Heute Molly im Glück. Die Faultiere sind heimgekommen. Und die Krokodile sollen umziehen, freiwillig, bei Elefant, Tiger und Co. Thomas Günther, der Bereichsleiter, kommt zum Training zu Hoa. Sie ist wieder trächtig. Zweimal hat sie schon geboren, aber die Kälber nicht aufgezogen. Für die bevorstehende Geburt haben Bereichsleiter und Pfleger deshalb ein Trainingsprogramm für sie entwickelt. Heute ist Blutziehen dran. Wir haben das Röhrchen, das Blutröhrchen, wo das Blut reinkommt. Denn die Kanüle zum Blutziehen. Tupfer zum Desinfizieren und um danach noch das Blut abzudrücken, wenn es dann noch so lange läuft. Also nicht viel, am Ende relativ einfach. Und das heiße Wasser, damit das Blut besser läuft. Und auch zum Reinigen vom Ohr. Ist auch immer nicht schlecht, wenn man es ein bisschen sauber machen kann vorher, weil ein bisschen Dreck ist meistens dran. Über viele Monate haben die Pfleger Hoa an Situationen wie diese herangeführt. Viele Menschen um sie herum und der unangenehme Nadelstich. Nur mit viel Übung ist das auszuhalten für die besonders sensible Elefantenkuh. Die Freundinnen Don Chung und Rani stehen immer nebenan, sollen Hoa zusätzlich beruhigen. Wir sind jetzt noch in einem Bereich, wo es eher unwahrscheinlicher ist, dass schnell was passiert. Trotzdem ist das Blutnehmen an sich ja auch eine Trainingsfrage. Dass dann sozusagen in Fleisch und Blut übergehen soll, dass es eine extra Ration gibt und dass Pieksen gar nicht so schlimm ist. Im Blut kann ein Schwangerschaftshormon anzeigen, ob es bald losgeht bei Hoa. Zweimal pro Woche wird dieser Wert untersucht. Von Dr. Bernhard. Das wird jetzt ins Labor geschickt für die Progesteronbestimmung. Progesteronabfall praktisch unter die Nachweisgrenze dann bedeutet, dass in den nächsten 2 Tagen eigentlich die Geburt stattfinden sollte. Sie ist hochträchtig. Unter ständiger Beobachtung des Zootierarztes. Ja, im Moment ist sie unauffällig. Wir haben im Sommer mal eine Krise gehabt, wo fast eine Woche Hoa sehr schwer krank war. Also eine Woche Elefant nicht fressen, ist dann natürlich schon auch für das Kalb belastend. Also das Wichtigste ist eigentlich jetzt Ruhe bewahren. Ruhe und Erfahrung. Thomas Günther arbeitet seit 30 Jahren mit Elefanten. Da haben sich die Leipziger einen Spezialisten rangeholt. Also für mich ist er jetzt Elefantenkind Nummer 17. Und da kann man also aus den Vollen greifen. Da wird es für die Elefanten nicht mehr so leicht, einen zu überraschen. Obwohl wirklich jede Geburt und bei jedem Elefant das wirklich immer was Spezielles ist und anders ist. Und man muss halt jetzt wirklich aufpassen, dass man einen extra Trainingsplan nur für diese Kuh hat. Wir hatten ja jetzt gerade gesehen, das war eine Situation beim Blutnehmen, wo mehrere Leute um sie rum waren. Das hat die früher schon, also wenn wir vom Jahr geguckt hätten, das hat die früher total verrückt gemacht. Wenn da mehr als 2 Leute sind, dann war die schon zappelig und wir brauchen halt für die Geburt einen entspannten Elefant, der ein gutes Vertrauensverhältnis zum Pflegern hat. Hoa ist nun mal eine Kuh, die unglaublich dünnes Nervenkostüm hat, ist aber eine sehr liebe Elefantenkuh eigentlich. Und wir sehen halt jetzt zu, dass wir ihr zum Erfolgserlebnis verhelfen. Und weiter im Trainingsplan. Als nächstes steht Wiegen an. Die Stumpfkrokodile sollen ausziehen, so schnell wie möglich. Denn im Gründergarten des Zoos soll bald umgebaut werden. Gehen sollen sie in diese Kiste, möglichst freiwillig. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Du hast oben den Schrubber stehen und 2 stehen noch unten, ne? Habe ich gesehen. Ich habe auch Mäuse hinten alles. Ich versuche jetzt erstmal. Herzilein, kommst du mal her? Christian Patzer trainiert schon 4 Wochen lang. Doch sie bleiben unberechenbar. Heute nicht. Diese Krokodile. Es ist, wie es ist. Es gibt Tage, da, wo man sagen, ja, könnte man fast schon eingreifen. Und dann klappt es immer wieder nicht. Das ist eben die Sache des Trainings, das dauert eben. Kommst du? Na komm. Das Männchen auf Kommando an Land bringen, das wäre schon was. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist sowieso nicht so der Beweglichste. Also das ist ein gutes Zeichen.
Ja, ich weiß, das ist anstrengend, daraus klettern. Hm? Na komm. So, jetzt bitte vorsichtig abnehmen. Du musst nicht in den Stock beißen. Siehst du, so geht das fein. Geht er hier rein? Schnappt die Falle zu. Die Kiste ist ganz einfach. Die ist hinten und vorn offen, sodass das Krokodil also nicht in ein dunkles Loch läuft. Du hast ja jetzt oben einen Schieber, der relativ leichtgängig ist, sodass wir von oben durch die Kiste hindurch füttern können und damit ein Krokodil reinlocken. Und beide Schieber haben jetzt praktisch nur einen Holzblock drunter, der dann arretiert. Und den können wir per Seilzug wegziehen und dann fällt der Schieber runter. Soweit die Theorie. Hier stänkert Pinky mit seinem Halbbruder und einer muss das regeln. Robert Ruß. Sag mal, heute ist Pinky vs. Brain Teil 2. Mal gucken, ob es heute etwas ruhiger ist. Aber wie man sieht, ist der Kleine weiterhin schlecht gelaunt. Weil einer muss ja nur immer im Stall bleiben von den zwei, ne? Mein erster Gedanke war, wo wir dies erste Mal zusammen hatten, war ja eigentlich, es könnte ja vielleicht sein, dass wo sie uns die zwei Säcke hier gebracht haben, bei dem Großen nicht so ganz genau nach dem Geschlecht geguckt haben, weil das kann immer mal passieren, dass man sich da auch verguckt, dass es vielleicht ein Weibchen gewesen ist, also deswegen so getrieben hat. Und normalerweise ist es bei denen ja auch so, die sind ja maximal 2 bis 3 Tage heiß, wenn das ein Mädel wäre. Also wäre jetzt eigentlich quasi Ruhe. Theoretisch müsste da jetzt nicht mehr Sinn. Und da müsste eigentlich ja, nicht mehr so hinterher sind wie das letzte Mal. So, wenn das nicht der Fall sein sollte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es kein Weibchen ist. Und da kann es wirklich sein, dass der Kleine, der Pinky, den Brain einfach aus seinem Revier raus haben will. Er hatte sich viele Gedanken gemacht. Gut. Der Robert. Da starten wir mal mit den 2 Chaoten. Wird sich gleich zeigen, ob Brain hier weiterhin gejagt wird von Pinky. Noch haben sie erst mal zu tun. Mal sehen, ob der Frieden hält. Der Kleine jagt immer noch den Großen. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Weibchen ist, denke ich, eher gering. Ja, für Robert ist es hier ein Rätsel. Aber die haben sich ja miteinander immer vertragen. Also die haben sich auch gegenseitig gekrümmt, beknabbert sozusagen, zusammen geschlafen, lagen nebeneinander, haben sich echt gut verstanden. Und schon geht's wieder los. Das ist richtig Stress. Da hat er sowas keine Lust. Der will einfach nur weg und der Kleine ist wie ein Wani. Also wir sind da auch etwas ratlos, ehrlich gesagt. Also wir können bloß eins noch ausprobieren heute, dass wir die Zwischentür hier drüben bei der Manguste aufmachen. Ja, da könnte Brain dann verschnaufen. Ich will den mal mit sanftem Druck mal in sein neues Domizil bringen. Den Großen. Na komm, geh mal durch, komm. Na geh doch mal durch jetzt hier. So ist fein, hm? Na, gehst du alleine? Hm, Großer. Was Neues, guck dich das mal an. Die Mangusten sind gerade nicht da. Und Pinky darf auch nicht rüber. Er frisst jetzt nicht das Mangustenhaus auf hier, ja, Meister? Ach, weißt du, tut man dir schon mal einen Gefallen, du Kunde. Super. Da kann jeder mal seinen eigenen Weg gehen. Vielleicht hilft das ja. Im Elefantenhaus. Da bringt Hoa einiges auf die Waage. Im 18. Monat legt ihr Kalb mächtig an Gewicht zu. Auch das muss Robert Stehr gut im Auge behalten. Mehr als
4.300 Kilo. Man sollte eben bloß darauf achten, weil es eben auch um die allgemeine Fitness der Kuh geht, dass die jetzt nicht so wahnsinnig schwer wird, weil das natürlich für den gesamten Bewegungsapparat eine Belastung ist. Aber die ist in einem sehr guten Fitnesszustand, auch wenn sie für so eine relativ kleine Elefantenkuh doch ein ganz ordentliches Gewicht hat. Feine. Hoas anstehende Geburt ist für Thomas Günther nur der Anfang. Eine Elefantenherde, wo ein Tier dem anderen Sicherheit gibt. Die will er aufbauen. Bei Hoas Geburt sollen deshalb Rani und Don Chung dabei sein. Die Situation, so wie wir sie jetzt hier auch im Hintergrund sehen, werden wir dann bei der Geburt eben auch haben. Wir haben jetzt hier vorne die Don Chung, dahinter die kleine Rani. Das sind zwei Elefanten, die ihr gegenüber recht freundlich eingestellt sind. Don Chung ist zumal eine Kuh, die sehr viel Ruhe ausstrahlt. Dadurch, dass sie die Leitkuh ist, ist es für uns ein ganz wichtiger Punkt, dass die Pfleger wissen, was sie machen. Ne? Also wir haben uns das tausendmal überlegt und das ist für die Elefanten auch gut. Also alles, was wir hier arrangiert haben, ist auch wichtig. Die kleine Rani muss auch lernen, wie Geburten funktionieren. Also wenn man eine Herde zusammenbaut aus unerfahrenen Elefanten, muss man sehr viel Liebe und Zeit investieren und viel Training, damit man das zum Laufen kriegt. Und Hoa muss man, wegen ihrer Sensibilität, ganz besonders behandeln. Ich hatte in München, wo ich auch jetzt über 9 Jahre gearbeitet habe, schon mal einen ähnlichen Fall. Da war so eine Kuh, die auch ziemlich hibbelig war, also das ist sehr vergleichbar. Und die hatte auch ein bisschen Probleme gehabt bei den ersten Jungtieren. Da ist dann auch mal eins zu Schaden gekommen und eine Handaufzucht war dabei. Also alle Probleme dieser Welt. Und das war eine Kuh, die man wirklich auch mit viel Training und viel Liebe dazu bekommen hat, dass sie dann wirklich eine erfolgreiche Aufzucht hingebracht hat. Also wir sind ganz optimistisch. Wir freuen uns auf die Sache und wir sind gut vorbereitet. Jeden Tag trainieren. Damit geht's gleich weiter. Für Hoa. Bei den Stachelschweinen. Jeder mal für sich. Da hat der Brain endlich Ruhe. Ja, sieht aus, dass sie sich über Mittag entspannt haben, alle Beine. Der eine liegt hier am Rindenmulch schön. Und der andere lag gerade oben auf der Heizplatte. Wuselt aber jetzt schon wieder rum. So, und jetzt machen wir einfach mal auf und gucken mal, was passiert. Let's go. Na, du wartest aber schön. Ist aber schlecht, mein Freund. Ist aber schlecht. Ja, ja, geh mal lieber dahinter. Geh mal lieber dahinter. Wäre ja schön, wenn Pinky die Grenze akzeptieren würde. So wie es jetzt ist, ist es für das starre Schwein ja okay, sag ich mal so. Jetzt hat er dicke ein bisschen Ruhe und können quasi auch beide gleichzeitig mal auf der Außenanlage sein, was ja auch gut ist. Na ja, wenn es jetzt erstmal so entspannt bleibt hier, dann ist es ja in Ordnung. Was macht er jetzt? Jetzt gleich wieder los? Oder ist er jetzt erstmal mit dem neuen Revier beschäftigt? Tja, der Brain hat ihn jetzt auch wieder gekriegt. Der Kleine wackelt. Wackelt wieder rüber. Witzig. Also gerade geguckt und ist gleich wieder umgekehrt. War eigentlich gar nicht so schlecht, was er jetzt gemacht hat. Aber er kann das Streiten wohl nicht lassen. Der Pinky. Der eine ist nun mal ein bisschen stinkiger wie der andere, aber ist ja beim Menschen ja auch nie anders. Alles verschiedene Charaktere, damit muss man zurechtkommen. Das ist ja kein schlechter. Der ist eben ein bisschen dominant, ne? So wie mancher Mensch auch. Da, wenn das jetzt so entspannt bleibt, dann wäre mir das Liebste, na klar. Aber wer weiß, was hier noch kommt. Bei den Krokodilen. Kein Entgegenkommen. Lassen wir es mal so. Gehen wir mal rum und gucken mal, ob das Mädchen noch mal kommt. Hm? Vielleicht hat Christian ja beim Weibchen mehr Glück. Lala. Lala. Auch hier geht's natürlich nur mit Abstand. Mal sehen, vielleicht kriegen wir sie noch ein Stückchen ran. Na komm. Langwierig. Aber direkt Hand anlegen, das möchten wir ja alle vermeiden. Komm mit, Süße, komm. Das Problem reinzugehen und zu fangen, ist, die werden im Wasser sein.
in den meisten Fällen. Und im Wasser Krokodile fangen macht man eigentlich nicht. Und da ist sie in ihrem Element und gefährlich. Besser, man lockt sie raus. So, jetzt kommst du hier mit an Land. Ne? Und in dem Sinne haben wir gesagt, wir haben die Zeit, das ist alles vorbereitet. Wir können hier dreimal pro Woche das ausprobieren, um die in die Kiste zu kriegen. Komm. So. Na komm. Da ist dein Mäuschen. Und wenn du rumgehst, oben bleibst, kriegen wir das vielleicht hin. Schauen wir mal. Komm her. Scheiße! Ich weiß. Abbruch! Komm mal. Das hat heute keinen Sinn. Nee. Das ging daneben. Aber Christian und Heiko kriegen die schon noch. Komm mal, was wolle. 4 Wochen haben wir bestimmt noch. Danach ist es dann halt wieder top. Dann müssen wir eben hier mit Manpower die Sache anders machen. Ungern auf dieser Anlage. Also ich habe ja schon mal den großen Mann gefangen. Mit Schlingen ist nicht lustig. Ich würde sagen, wir belassen sie und lassen sie in Ruhe. Ja? Fertsch. Ja, die kommen wieder. Ja. Sollen sie mal. Zur selben Zeit in der Tropenhalle. Ein Klopfzeichen zur Fütterung. So, Martina, da wollen wir mal schauen, ob es Molch. Teilnehmer gibt. Hm? Im Glück. Da sitzt sie drinnen. Mein kleiner Junge, ne Fein. Endlich ist hier wieder Leben in der Bude. Sie sind heimgekehrt. Die Faultiere. Haben wir lange nicht gehabt, solche Leckerseiten. Lange nicht gehabt. Na, nimm's. Ja, sowas gibt's nur hier auf der Insel. Die warmen Schmeckerschen gibt's vom Pfleger aus der Hand. Ne? Sid und Elfriede hatten sich wochenlang in der Tropenhalle herumgetrieben. Waren immer wieder von ihrer Insel geflohen. Also heute früh hätte ich schon ein Glückstränchen vergießen können. Ich war so glücklich, dass beide da waren. Denn der Sid hat sich ja nicht nur in der Halle jetzt hier gut umgeguckt. Also er kennt alles, ne? Dachklappen, also auf 34 Meter Scheitelhöhe klettert sich auch super. Und Elfriede ist auch da, sodass die beide jetzt hier sich regelmäßig zum Futter einfinden, was natürlich fantastisch ist. Aber auch regelmäßig gemeinsam auf Wanderschaft gehen. Wer hätte das gedacht? Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das kleine Elfriedchen hier noch irgendwo rumsitzt. Na, gucke. Hallo. So niedlich. Ach, dich kann man nur lieb haben. Hallo. Und guck mal, das sieht doch schon aus wie ein kleines Mädchen. Die hat ein Puppengesicht und lange Haare. Dass die beiden von allein heimkommen, daran hatte Molly nicht mehr geglaubt. Aber dass das mit dem Sid jetzt noch mal so sich gut sortiert, da war ich schon skeptisch. Und jetzt hat er es aber geschafft, auch hier wieder reinzuklettern, von selber, ohne Zwang. Und das ist immer das Entscheidende. Und merkt hier auf der Insel, passiert ihm nichts, hier ist okay. Und hier gibt es eben auch die leckeren Sachen. Die gibt es wirklich nur hier. Es war ein ziemlich langer Weg dahin. Es wird auch sicher wieder zwischendurch mal so sein, dass die paar Tage nicht da sind. Aber wir finden die dann auf einer anderen Stelle und wir wissen, es geht ihnen gut. Und das ist, wie hat es der Mischa gesagt beim letzten Mal, besser kann man sie sagen, wahrscheinlich die größte Faultieranlage der Welt. Ne? Manchmal muss man sich vielleicht erst die Welt ansehen. So ist fein, ne? Um dann seinen Platz zu finden. Ja. Ich hatte den Platz hier frei. Leder. Hoher Leder. Hoher. Nee. Die Elefantenkuh. Leg die nieder. Bei den täglichen Übungen. Hoher Schorro. So ist fein. Kannst du anfangen. So ist ein feiner Hoher. Hoher Schorro. Wir haben ja für unsere Hoa natürlich jetzt ein besonderes Fitnessprogramm. Also erstmal ist es natürlich für die Bindung zwischen Tierpfleger und Elefant wichtig, dass man sich mit der beschäftigt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, damit wir mal schauen können, was
gerade so bei ihr los ist. Also man sieht jetzt deutlich die Veränderung bei ihr. Die ist zum Beispiel total kitzelig und dann musst du die ein bisschen desensibilisieren. Das war im Falle eines Ansetzens von einem Kind, dass das auch dann funktioniert. Dass sie dann noch ein Kind unter sich duldet, das ist ja dann auch immer noch mal so ein Punkt. Und ja, wir legen die ja sowieso hin und fegen die ab oder kärchern die oder sprühen die mit dem Schlauch ab. Oder für die Fußpflege oder fürs Blutnehmen braucht man halt bestimmte Bewegungsabläufe. Und damit man da ruhig und entspannt miteinander arbeiten kann, wird es natürlich ständig abgefragt. Und nach der Arbeit dann das Vergnügen. Hoa ist eigentlich wirklich ein Badeelefant. Also die badet sehr gern und wenn sie dann drin ist, ist ja auch relativ warmes Wasser, dann fühlt sie sich auch sehr wohl. Aber jetzt sieht man auch schon langsam hinten, dass der Bauch ordentlich mehr wird. Also gerade wenn man von hinten schaut, sieht man schon sehr deutlich, auch im vorderen Bereich, eben mit der Brust. So sieht also wirklich aus, wenn es gut läuft, wenn die Trächtigkeit in Ordnung ist. Also hochträchtiger Elefant, wir reden da jetzt immerhin von einem 18. Monat. Also ist schon sehr weit fortgeschritten und jetzt im letzten Abschnitt, das Jungtier ist jetzt also in der Phase, wo es von Tag zu Tag deutlich größer wird. Etwa 22 Monate trägt eine Elefantenkuh. Doch man weiß ja nie. Wir werden sie natürlich, wenn die Zeit rankommt, jetzt mit Argusaugen beäugen und werden wirklich jede Kleinigkeit uns anschauen, wie sie sich verhält. Aber ja, da ist viel Fingerspitzengefühl gefragt. Unser Badeelefant hier. Geht der Wasserspiegel immer hoch und runter jetzt. Schritt für Schritt. In den nächsten Wochen müssen wir alle zusammenhalten. Für sie. Noch lässt sich der Gelbflossenzackenbarsch pflegen, aber gleich geht's für ihn auf. Zu neuen Ufern. Einmal kommt. Ach, die Welse. Im Gründergarten des Leipziger Zoos hat der Kehraus begonnen. Becken für Becken wird leer gemacht. Während es hier nur mit Feinmotorik gelingt und dem Blick fürs Kleine, ist im Ringbecken gleich Kraft gefragt. Auch der Zackenbarsch, dieser Koloss, muss raus. Wir bauen ja das Aquarium um, das heißt, alle Becken müssen leer gemacht werden, alle Fische müssen weg. Und jetzt ist eben Zeit für den Zackenbarsch, dass der jetzt gehen muss. Ist natürlich nicht so einfach, der wiegt knapp 20 Kilo, hat also ordentlich Kraft dahinter. Also den einzufangen wird lustig, spannend, schwierig. Ja, geh rein jetzt, Kerstin. Heiko, du musst hier machen, weil ich kann das mit dem Kleinkescher, den ich habe. Heiko, du musst jetzt mal den Kescher dazwischen, dass der dort nicht an die Wand macht. Ja, und deshalb kommt gleich ein Großaufgebot an Tierpflegern, um den Transport fertig zu machen. Er ist unter, der ist an der Wand. Naja. Netze, Kescher. Noch halten sie den Barsch nicht auf. Ja, das erste Mal ist ja schön schief gegangen. Der ist ja schön durchs Netz durch, ungebremst. Aber eine Hand wäre vielleicht noch ein Suit hier machen. Und jetzt hat er sich verschanzt. Das wird nicht einfach. Ich muss jetzt loslassen. Ob der Zackenbarsch noch auf die Reise geht, das sehen Sie nächstes Mal. Außerdem Happy End für die Schimpansenkinder Yuma und Makeni. Und die Ameisenbären wandeln an. Nächsten Freitag bei Elefant, Tiger und Co. Tschüss.